Und was gibt's Neues? Schuhe. Schau mal. Mhm, nice. Was ist denn das überhaupt? Eppes. Eppes, ist klar. Eppes ist so, wie du dir deine Traumfrau vorstellst. Sie weiß alles, sie hat tolle Ideen. Und ein Schuhdeck. Nicht nur Schuhe, Schatz. Dein Verein, unser Lifestyle, wo was los ist und wie wir da hinkommen. Das ist Eppes. Da kommt sie auch schon, unsere Mannschaftsaufstellung im Tor natürlich mit der Nummer 1, Dennis Niszczolek. Dann mit der Nummer 3 wieder zurück im Team ist Kevin Heinz. Er kommt für Lionel Brodersen, Simon Maurer und Kevin Kling bilden die Innenverteidigung. Rechts findet sich Kaluanga. Dann, wir haben ihn eben angesprochen, Felix Fischer feiert sein Debüt in der Mittelfeldzentrale neben Maurice Roth. Und dann die offensive Dreierreihe mit Christoph Anton, Milad Salem und Sinanovic. Und dann der zweite Debütant, unser Top-Torjäger der letzten zwei Spielzeiten mit der Nummer 7, Jan Brandscheid. Ja, also Klappert, normalerweise zählte er in den vergangenen Jahren so zu den absoluten Garanten, hat ja in zwei Jahren für den FC Karbach, ich glaube, einmal 12 und einmal 14 Oberliga-Tore erzielt. Im vergangenen Jahr für den FV Ingers waren es dann 18, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist auch eigentlich immer besser geworden. Kam ein bisschen schleppend rein in die Saison, hat auch, glaube ich, die ersten 6 oder 7 Spiele verpasst. Demnach kein Wunder. Guter Ball jetzt. Schöner hier Ball. Im Lauf von Christoph Anton. Oh, toll mit Kevin Heinz zusammengespielt. Er geht jetzt Richtung Tor. Macht das direkt. Ja! Und da haben sie ihn ja gar nicht mehr angegriffen. Da haben sie unserem Kevin Heinz einfach viel zu viel Platz gelassen. Tolle Kombination. Dieses Traumduo auf der linken Seite da. Kevin Heinz und Christoph Anton. Dass die beiden miteinander kombinieren und harmonieren können, das ist für den häufigeren Eintracht-Beobachter jetzt nun wirklich keine echte Neuigkeit mehr. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir können es auch gleich nochmal in der Zeitlupe anschauen. Sobald die vorliegt, gehe ich sofort ins Bild. 1:0 erzielte unser Spieler mit der Nummer 3, Kevin Heinz. Da kommt Kevin Heinz. Ich denke, die Engerser, die erwarten einfach alle eine Hereingabe in die Mitte. Und dann bleibt er eiskalt und schiebt ihn einfach rotzfrech mitten rein. Also wieder Milad Salem. Simon Maurer, oh, tritt über den Ball. Nachschussgelegenheit. Nochmal Maurer. Ja, Klappert lässt sich da mal tief fallen. Ja, das macht er öfters. Das ist mir eben auch schon aufgefallen. Oh, gute Ballmitnahme. Klasse Abschluss und das erste Mal. Richtig, richtig gefährlich. Marcel Stiefenhofer war das. Ja, für das Tor von Dennis Wischolek, der da auf absolut auf der Hut sein musste. Ja, deswegen jetzt der Freistoß für die Gäste. Das ist Lukas Haubrich. Und da wird direkt abgefangen von Felix Fischer. So, jetzt kann es einen Konter geben. Edis Sinanovic macht das klasse, setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch. Ah, wunderbar. Raus auf Salem. Jetzt Heinz macht Meter. Im Zentrum kommt nochmal Sinanovic. Salem macht alleine. Was für eine Bewegung. Und der Abschluss ist gar nicht so schlecht. So, vielleicht können wir gleich nochmal einen kurzen Blick werfen auf die etwas kritische Szene. So, da kommt der Freistoß und er hat da schon den Arm relativ weit draußen. Also, ich bin mir da unsicher. Also, ich habe schon eine relativ klare Schubsbewegung gesehen, sagen wir es mal so. Aber ob es dann auch wirklich zum Elfmeter reicht, man kann ihn, glaube ich, geben, muss ihn aber nicht. Ich glaube, das wäre so der diplomatischste Weg. Jetzt aber nochmal Salem. Und da wäre die ganze Diskussion beinahe hinfällig gewesen. Oh, Fehlpass von Fischer. Das ist Klappert, da muss Fischer hin. Kannst du nichts reparieren? Das ist eine super Gelegenheit. Klasse dazwischen von Heinz. Trotzdem die Gelegenheit für Haubrich. Und was für ein Reflex von Dennis Wischolek. Das ist eine sensationelle Parade des Eintracht-Schussmanns. Und jetzt ist auch nochmal richtig Support da. Ja, genau. Für diese letzten 20 Minuten, die ja
durchaus ganz wichtig werden können, auch wenn man auf den weiteren Saisonverlauf blickt. Wir gucken auf Milad Salem. Klasse Bewegung, super Solo. Salem, er trennt sich ein bisschen spät vom Ball. Der Schuss ist gut! Oh. Und Jonas Amberg, der soll jetzt mithelfen, dass das nach Möglichkeit auch am Ende dieser Partie nach 90 Minuten so ist. Amberg kommt nicht hin. Oh. Und Maurer klärt in allerhöchster Not. Amberg. Oh, oh, da ist der Ball weg. Schnell gegen Fiege. Aktion, Micholek ist da. Puh. Ja, die Eintracht muss jetzt hier wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel reinbekommen und vor allen Dingen auch wieder längere Ballbesitzphasen haben, denn wenn Engers jetzt den Ball hat, dann wird es immer öfter gefährlich. Immer öfter gefährlich. So, noch der Supporter kommt jetzt hier nochmal von den Rängen. Gut, Garnier macht das gut, verteilt den Ball jetzt auf Salem. Ja, und oh, Djordjevic lässt fallen. Da ist Garnier. Und da kommt Kevin Heinz. Oh. Und ich weiß gar nicht, ob ich mir den wirklich nochmal in der Zeitlupe angucken will, diesen Versuch. Nee. Also von der Chancenverwertung her müssten wir schon längst 2-0 führen, mindestens. Ja, stattdessen gibt es die vierte Ecke für Engers. Die ersten drei waren alle miteinander nicht ungefährlich. Die kommt gut, Scholle, Deno. Raus. Salem. Kommt er da nochmal hin? Kommt Garnier auch daneben? Nein. Micholek liegt da. Spiel im letzten Moment abgepfiffen. Ja. Gelingt dem SVE dieser eine erlösende Konter. Vielleicht jetzt über Kevin Heinz über die linke Seite. Heinz nimmt Salem mit. Minat Salem hier unten käme. Kaluanga. Salem nutzt wieder den Raum, der sich ihm bietet. Ist auf einmal an allen vorbei. Und sucht den Abschluss. Guter Einsatz von Roth. Klärt den Ball. Jetzt ist Amberg da. Der hat jetzt ein bisschen Grün vor sich. Macht er gut. Klasse. Zu Garnier. Und jetzt Salem. Was macht er? Nochmal raus auf Sinanovic. Super, auch der wird gefoult. Doppelter Vorteil. Sinanovic im Zentrum ist Garnier mit der Augen. Abseits. Pass. Fahne ist oben. Fahne ist oben. Die Fahne ist oben. Also das Tor zählt nicht. Horz gleich mit dem Einwurf. Ja, auf der Engerser Bank, da hält es hier keinen mehr auf seinem Sitz. Hier stehen alle, fassen sich an den Kopf. Die wissen auch, hier geht vielleicht noch was. Salem, oh, harter Zusammenprall da zwischen Klappert und Salem. Harter Zusammenprall. Ja, da müssen sofort auch die Sanitäter auf den Platz. Viel Hektik jetzt nochmal hier in der Schlussphase. Viel Hektik. Ja, es gibt Schiedsrichterball, das sehe ich auch so. Denn, der Schiedsrichter hat direkt danach abgepfiffen. Das ist jetzt natürlich eine gefährliche Situation. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Keiner möchte es also richtig hingehen. Jetzt geht's weiter. Abseits. Ja, abseits habe ich auch so gesehen. Lukas Hauptrich dann mit der Reingabe. So, der SVE kann nochmal klären. Das wird ein langer Ball. Kann Garnier den kriegen gegen Klappert? Ja, den hat er. Garnier jetzt gegen Djordjevic, gegen den Torhüter. Bricht nochmal kurz ab, schaut jetzt und trifft. Ah, versucht durch die Beine zu spielen, aber Djordjevic bekommt die Beine im letzten Moment nochmal zusammen. Ah, das hätte es sein können. Das 2-0 für den SVE. Kaluanga klärt dann nochmal gegen Sören Klappert. Und der Ball geht aus. Und das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Was ein Riesenkampf hier im Moselstadion. Ja, bei mir am SVE-TV-Mikro jetzt Kevin Heinz. Heinz, was war das hier am Ende für eine Schlacht? Man sieht es hier so ein bisschen an, du bist ziemlich dreckig, gerade am Rücken. Das war dann schon eine Abwehrschlacht hinten raus, oder? Ja, definitiv. Wir wollten auch, klar, wir haben es ja gesagt, auf letzte Woche antworten. Und ich denke, das haben wir heute gerade als Mannschaft, vor allem jetzt über die letzten Minuten, sehr gut über die Zeit gebracht. Alle haben sich reingeschmissen. Alle wollten unbedingt den Sieg mitholen, dann muss man auch einfach mal 1-0 dreckig hier über die Zeit kommen. Ja, so ist es. Du hast gerade das Mechtersheim-Spiel angesprochen. Ihr schwebt vorher, oder vorher war so eine Euphoriewelle da. Also man hat so den Eindruck gehabt, nach dem Sieg gegen Koblenz hier zu Hause, das wird so ein bisschen so ein Selbstläufer. Was hat das jetzt mit euch gemacht, die Woche? Wie habt ihr das für euch angenommen, dieses Spiel, und aufgearbeitet, sodass ihr hier heute so zurückgekommen seid und wirklich über Phasen auch den Gegner dominiert habt? Ja, ich sag mal, manchmal tut so ein Spiel auch einfach einerseits ganz gut, dass man dann mal einen Dämpfer bekommt und nochmal weiß, es geht nur mit 110% in jedem Spiel.
Und das in allen Spielen, die wir haben und nicht nur mit 95. Und das wollten wir heute wieder auf den Platz bringen. Gerade zu Hause. Also ein Weckruf zur richtigen Zeit. Wollen wir über dein Spiel sprechen? Du hast relativ früh das 1-0 gemacht und dann hinten raus, ich weiß nicht, wir haben extra auf die Wiederholung verzichtet in der Szene, weil wir gedacht haben, das will er bestimmt nicht nochmal sehen. Also was sagst du, wie wichtig war auch das Tor direkt zu Beginn, auch für das Spiel der Mannschaft später? Und wie ärgerlich ist es, dass ihr eure zahlreichen guten Torchancen, also nicht nur deine Szene, sondern das war jetzt exemplarisch, dass ihr die nicht früher zum zweiten Treffer genutzt habt? Ja, wir sind wirklich richtig gut ins Spiel reingekommen. Ich habe mich auch gefreut, mit Toni wieder über die Seite Gas geben zu können. Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen gespürt, dass wir wieder Bock hatten, auch zusammen zu zocken, sage ich mal. Ja, dass wir uns mit dem zweiten Tor halt nicht belohnen, ist dann etwas schade. Deswegen wird es nochmal eng am Ende, beziehungsweise so ein bisschen hektisch und so ein Schweinekampfspiel. Aber ja, letzten Endes, auch wenn man so ein Spiel gewinnt, ist das eine richtig geile Sache. Das heißt, man kann jetzt diesen Schwung, den es heute nochmal gegeben hat, auch durch so einen dreckigen Heimsieg mal, kann man den mitnehmen nach Veddersheim, denn da wartet ja dann schon die nächste ziemlich schwierige Aufgabe am kommenden Wochenende. Ja, auf jeden Fall. Wieder auswärts. Ähnlich wie Mechtersheim auch eine Mannschaft, wo wir auf jeden Fall alles reinschmeißen müssen, vielleicht auch wieder stark über den Kampf kommen müssen, völlig, also richtig stark dagegen halten müssen, wenn es nicht immer nur spielerisch geht. Ja, und das war heute schon mal ein super Anfang. So sieht's aus. Kevin Heinz, vielen, vielen Dank und danke. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, und ihr seht schon, bei mir am Mikrofon ist jetzt der Eintracht-Cheftrainer Josef Sina. Jupp, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg. Das war am Ende eine ganz schöne Zitterpartie. War das so nötig? Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Ja, ja, natürlich unnötig, weil wir klar dominiert haben in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit super rausgekommen und haben direkt die Riesenchance nach einem super Spielzug über rechts, wo Toni den Ball nicht ganz sauber trifft und spätestens mit der Torchance vom Heinz, wo der Ganni super spekuliert, gut nachgeht, den Ball zurücklegt und der Kevin den Ball vielleicht etwas in Rückenlage übers Tor haut. Spätestens da hätten wir das 2-0 machen müssen. Hatten dann, muss man sagen, nach hinten heraus ein paar brenzlige Situationen, die wir überstehen mussten. Aber das gehört dazu. Ich mache der Mannschaft keinen großen Vorwurf, außer dass wir das 2-0 hätten eher schießen müssen. Wie wichtig war jetzt in der Spielvorbereitung auf die Partie heute und möglicherweise auch auf den Ausgang am Ende, dass es eben mit so einer Kampfleistung dann geklappt hat? Wie wichtig war da dieses Spiel vom vergangenen Wochenende? Was hat das mit euch gemacht unter der Woche? Hatte das einen Einfluss auf die Vorbereitung jetzt? Oder habt ihr gleich nach dem Spiel gesagt, okay, das Ding haken wir jetzt ab, das war nicht unsere beste Saisonleistung und jetzt müssen wir wieder daran anknüpfen, wo wir gegen Koblenz aufgehört haben? Ja, wir haben das Spiel analysiert und es war recht schnell klar, dass wir das Spiel in Mechtersheim unnötig verloren haben, verdient. Aber unnötig, weil wir nicht die richtige Einstellung an den Tag gelegt haben, gerade in der ersten Halbzeit. Und da wollte jeder eine Reaktion zeigen. Und dass die Gegner Freitagabend ins Moselstadion kommen und brennen und um jeden Zentimeter fighten, damit, das wissen wir, damit rechnen wir auch. Leider wurde es heute so spannend, weil wir einfach nicht das zweite nachgelegt haben, aber es war einfach wichtig, eine Reaktion zu zeigen nach der letzten Woche und das haben die Jungs einfach gut gemacht. Ja, apropos gut gemacht, es gab jetzt zwei Spieler, die das erste Mal wieder in der Startelf standen nach Verletzungspausen. Einer, den wir vielleicht ein bisschen hervorheben wollen, Felix Fischer, für ihn war es wirklich das erste Mal jetzt in der Oberliga, dass er wieder von Beginn an dabei war, seit, ich glaube, einem Jahr oder sowas. Und er hat einen guten Eindruck hinterlassen, so zumindest haben wir es gesehen. Wie hast du es gesehen und wie sehr hat es dich auch für ihn gefreut, dass er zu seinem Debüt, zumindest gerade im ersten Durchgang, eine gute Partie gespielt hat? Ja, Felix hat heute solide gespielt. Das ist das, was wir von ihm erwarten, keine Wunderdinge. Einfach spielen, schnell spielen, ist laufstark, ist jung, muss noch ein bisschen was lernen, aber er hat sich das auch irgendwo verdient. Er braucht aber Geduld, weil er war sehr lange verletzt, hat die komplette Sommervorbereitung verpasst und ich glaube einfach, wir mussten auf 6 eine Reaktion zeigen, weil wir da im letzten Spiel einfach nicht die Leistung gebracht haben, die ich mir wünsche. Und da war Fischi der Nächste, der die Chance bekommen hat. Und das ist bei uns einfach im Kader so, dass jeder wirklich gebraucht wird und jeder bekommt auch seine Chancen. Es ist keiner dabei, der einfach nur so, den nehmen wir mal mit. Und wenn du dann die Chance bekommst, musst du auch funktionieren. Aber diesen Druck, den macht sich jeder Spieler auch ein Stück weit selbst. Und Fischi hat das über weite Strecken gut gemacht. Ich glaube, zum Ende des Spiels hat er ein bisschen an Kraft verloren gehabt, aber das ist ganz normal. Er hat heute auch seinen Teil dazu beigetragen, damit wir heute gewonnen haben. Ja, du hast gerade angesprochen, die Kraft. So ein Spiel geht natürlich auf die Knochen. Man merkt, der Rasen ist auch relativ tief jetzt geworden durch den Regen. Ich habe eben gehört, es gibt
wie viele Tage frei? War noch so ein bisschen Uneinigkeit oder ist das klar? Ja, die Jungs bekommen 2 Tage frei, aber jetzt nicht von heute bis Montag. Morgen wird noch trainiert und dann kriegen sie einen Sonntag und den Montag frei und dann haben sie auch genug Zeit für sich und ihre Freunde, Familien oder Freundinnen. Alles klar, dann werden die sich sicherlich darüber freuen. Wir freuen uns dann auf das Spiel in einer Woche in Pfeddersheim. Auch da wieder ein schwieriger Gegner. Josef Sinar, vielen, vielen Dank. Euch viel Erfolg in der Vorbereitung und Glückwunsch nochmal zum Sieg. Ja, das war's von uns, von heute, vom Spiel gegen den FV Engers 07 von SVE TV. Wir sagen vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Durften mal wieder einen Heimsieg bejubeln. Ihr habt es eben schon mitbekommen. Für mich ist es heute der letzte Auftritt für SVE TV und ich wollte zumindest hier den Moment nochmal nutzen, um mich zu bedanken. Ganz besonders natürlich bei denen, die jetzt heute mit dabei sind. Bei Ali, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Bei unserem Kamerakind Ricardo, der gerade schon wie wild da hochruft. Also vielen, vielen Dank an euch. Das waren 2,5 richtig, richtig tolle Jahre, die wir jetzt da zusammen bei SVE TV verbringen durften. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich dabei sein durfte. Und ja, insofern natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die jetzt nicht dabei sind. An Benny, an Köbi 2, der da oben steht, mit dem es eben auch sehr schön war. Also vielen, vielen Dank dafür, war eine großartige Zeit und ja, ansonsten bleibt SVE TV treu, denn das existiert natürlich und glücklicherweise auch ohne mich. Vielleicht wird es sogar noch ein bisschen besser. Wir werden es sehen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten, genießt die 3 Punkte, habt ein schönes Wochenende. Danke.